Boah, ey. So, ja, mein wunderschöner guten Morgen. Hallo. Ja, mit klein weniger Verspätung, jetzt die Jusise ohne. So. Ja, hier kann ich nur mit Fenster Wolfensteins New Colossus kann ich nur mit Wolfenstein aufnehmen, weil das mit Spielaufnahme nicht funktioniert. Ist halt, weiß warum auch immer so. Bevor ich mir jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm suche, mein Tisch ist eigentlich, ich müsste mal selber machen, Tön. So, Sassy, Hallöche, leider ohne Ton, da nicht zu Hause. Ah, Sassy, du Magie, was machst du denn wieder für Sachen? So. Einen wunderschönen guten Morgen, Sassi. Wie geht es dir? Wollen wir schon anschreiben hier. So. Und zurück. Zurück, zurück. So, dann drücken wir mal E. Ich habe keine Lust fortsetzen, ja. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ah, Mensch, Alter. Da haut der auch ab, da hinten der Lümmel. Ich glaube, ich schieße ein zweites Popoloch hier. Nachladen ist eigentlich keine. Joi. Also mal wieder einsammeln hier. So, Mensch, jetzt gib mir die Fliege, weil ich. Oh, Junge! Ach, was machst du denn hier? Ach, scheiß Fliege, jetzt habe ich mich mit der Fliege rumärgert hier. Schaut, dass er schießt, dann wechselt er wieder die Knarre. Ich kann kotzen. Gunther Ginters, ey. So, wir haben alle vom Dach geholt. Okay. Ja, alles klar. Verfluchten Tag, Blaskovic. Aber die Weißen hier? Die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der Scheißkanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen, wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt, wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden sie tun? Wollen sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen sie doch auf, Blaskovic. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen.
könnte schlimmer sein. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das werde ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blaskovic. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße! Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Harris? Ich weiß nicht, Mixchen. Hier werden also die Entscheidungen getroffen. Ha. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Special! Herr Engländer, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Bitte. Was? Bitte. Wenn man was will, sagt man bitte. Und nennen Sie mich nicht nochmal Engländer. Okay, wollen Sie Ärger oder wollen Sie Hilfe? Ich bin für beides zu haben. Nicht drauf achten. Kann ich nicht kontrollieren. Ich kümmere mich drum. Was gibt's, was? Hier ziehen wir ein. Oh, alles klar, Schwester. Also, hör zu, Brüder und Schwestern. Der empfindliche Engländer zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen und lernt die Bootsleute kennen. Und hey, provoziert keinen. Aber lasst euch auch nichts gefallen. Großartig. Tut, was die nette Lady sagt und folgt mir. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit dem Angriff. Blaskovic, können Sie schwimmen? Ja. Oh, Baby, nicht schlecht. Bis zum Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Mich zu fassen! Ja. Ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Urin. Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, oh. Es gibt auch was zum Abwischen. Oh Gott, oh mein Gott! Ja, Jesus, ja. Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette, dass ich das noch erlebe. So, das muss ich mal eben kurz. Okay, ich werde kurz hier drin bleiben. Viel Erfolg. Wie bitte? Verstopfen! Ich verstopfe Satner. Ey, das ist ja gut, drauf. Was? Yep. Wie wär's? Hiermit. Max Hals. Nein, nein, nein. Er bringt dem Alten nur Schachbrei hier, ey. Und wer hat jetzt gewonnen? Max Haas. Okay. Interessant. Schachmatt? Max. Max. Doch. Nein. Max Haas, nein. Nein, doch. Max Haas, nein. Max Haas, nein. Max Haas, nein. Das kann nicht sein, du Dummerchen. Er ist sauer, dass Max schlauer ist als er. Ah, nee, ey. Tja, Professor. Max. Ja, Max, machst du nix. Hast du gut gemacht, Max. Was macht er jetzt? Oh, guck mal da. Das sind Schmetterlinge, glaube ich. Schon lange ist klar.
Max Hass. Max Hass. Rubelkaiser. Guten Morgen, GP Crazy. Du alter Lauch. Wie geht's dir? So, was haben wir hier? Wie ansehen. Irene Engel. Ranggeneral, Alter 56, Dienstjahre 29, Größe 1,65, wusste gar nicht, dass man Scheiße so stapeln kann. Gewicht 62 Kilo, Blutgruppe 0 minus. Ehegatte keiner, Kinder 5, männliche, ein weibliche, bedeutende Leistungen, ehemalige Anführerin der Nachwuchsgruppe in Berlin, ehemalige Anführerin der Nachwuchsgruppe Germaniens, Leitende von 1948 bis 1960 als Lagerkommandant des Lager Selo, hat im Februar 1960 die Wiesenau Terrorzelle in Berlin gefasst. Da kann die auch so richtig schön stolz auf sie sagen. So, ist was? Hast du noch ein bisschen Kaffee? Sie ermutigen mich, Captain, nie aufzugeben. Deswegen sitzt du auch den ganzen Tag rum, ne? So richtige Couch-Potato geworden. Wir machen hier die ganze Arbeit. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Haben wir jetzt irgendwo mal so ein Ziel? Nein, das war's nicht. Oh Mann, ey. Und jetzt mal müsste. Aha. Da sind ein paar Vorteile, Waffen, Extras, Tutorials. Jo, das Lehnen, Steuerungs, okay, das, was ist? Achso, ja, das hat man auch schon gemacht. Mission. Betritt Sektion F. Und was ist Sektion F? Sollen wir mal sagen, wo ich da hin muss? Grace hat mich auf eine Mission geschickt, um einen Atomsprengkopf in Sektion F zu finden. Ich sollte mich auf den Weg machen und hoffen, dass diese Motorrüstung nicht durchrostet. Sektion F. Bleh. Jetzt kann ich das ganze U-Boot durchsuchen, oder was? Eingabe Karte anzeigen. So. Geht denn irgendwo Sektion F oder sowas? Merkwürdig. Wo finde ich für Sektion F? BJ und Anna. Was ist das? Radioaktiven Dingens. Ich laufe jetzt einfach mal rum, bis ich irgendwas gefunden habe. Ich habe wahrscheinlich keine andere Wahl. Hallo, Herr Blazkowicz. Anja hat mir diese Station gegeben, damit ich mich nützlich machen kann. Aber... sie wurde beim Angriff beschädigt. Herr Bombarte meinte, er könnte sie reparieren. Ja. Nett von ihm, oder? Ja, wenn er schafft, ist okay. Vielleicht hat er noch Interesse an dir. Wäre ja auch okay. Ja, hier ändert sich keiner, ob du jetzt dick oder dünn bist. Ja. Ein bisschen pflanzengrün. Jo, bei mir lackt's wenig. Durchrennen. Sektion F. Okay, ist nix. Durchrennen, Crazy, sagst du? Aha, jetzt bin ich wieder hier. Du wärst einmal mit nach unten. Aber so die richtig schwere Panzerrüstung. So, Doktores Labore. Aha. Machen wir uns mal wieder. Die neuen Kapitän, denen traue ich nicht. Aber ich vertraue ja niemandem. Ja. Kann ich auch nichts für. Nicht mal so. Oh, sprech mal Deutsch mit mir, Atze. Was da? Sess Labor, okay, das heißt unser Domizil müsste ja hier auch irgendwo sein. Achso, wenn ich da durchgehe. Achso, das war ja bei der Schießanlage. Das brauche ich ja jetzt nicht unbedingt.
Shooting Range, okay, da sind wir ja falsch. Anno Depot. Da können wir da oben irgendwo lang, da wollen wir jetzt auch nicht hin. Wie geht's Ihnen? Abraham Holiday. An Bord zu haben. Einigkeit macht stark, oder? Hab mich jahrelang damit durchgeschlagen, Toiletten in einer Apfelanlage zu putzen. Immer noch besser als das Regime an der Macht. Wie meinst du das, Crazy, mit Spoilern, mit Bombarde? So. Ach, jetzt bin ich wieder im Labor. Ja, okay. Eine Mikrowelle mit einem... Ich sollte zurück zum versteckten Eingang in der Umkleide. Grace braucht einen Atomsprengkopf aus Sektion F. Umkleide. Ja, Moment mal. Geh erstmal zu meiner Lady, weil wir haben wir die ja vorhin nicht wirklich begrüßt. Warum auch immer. Ja, mich würde wundern, wenn der jetzt hier wäre, aber der war ja. Dass die noch lebt, Alter. Jo, hier sind wir zu Hause. William. Die Zwillinge treten wieder. Ich glaube, sie spüren deine Nähe. Wir brauchen Zeit füreinander. Nur du und ich. Das würde mir gefallen. Mir auch, hör mal. Mir auch. Hi, nun ist er auch bei mir online. Seitdem du wach bist, treten sie noch fester, William. Sie freuen sich wohl darauf, dich kennenzulernen. Na, das will ich doch mal hoffen, ne? So, mehr hast du uns nicht zu erzählen, mein Schatz? Na, daher, wir suchen mal die Umkleide. Wie später, my darling. Stark, alter Mann. Geh auf Abstand. Nee. Das, was sie braucht, kannst du ja nicht geben. Ach, Mann, ich verlaufe mich hier. Muss ich wahrscheinlich noch weiter runter. So, gehen wir erstmal wieder zurück hier. Und noch weiter in den Keller. Hast du das neue Trainingshaus in der Schießanlage gesehen? Meine Zeit war echt scheiße. Wenn die Ziele nicht zurückschießen, ist es irgendwie nicht das Gleiche. Ja, auch dir. Lieber Bagatos, willkommen im Stream. Verdammt nochmal. Ich bin Musiker, kein Soldat. Was hast du da nicht auf dem U-Boot zu suchen? So, hier haben wir auch schon mal Umkleide, würde ich sagen. Was haben wir jetzt? Haben wir erstmal das hier gefunden? Was war so? Ah! Nee. Doch. Gehen. Angenehm, Captain Blazkowicz. Jo, moin. Sektion F vertreten. Hallo, Grace. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. So. Ja. Warum kann ich die Waffe damit laden? Ich kann auch. Da, da, hier, ja. Oh, endlich hat das Moped wieder Saft. Das finde ich aber schön, oh. Aber wir nehmen die trotzdem nicht. Ja, das ist die wunderbare, schöne Uzi. Was? Hammer V Sektion F. So, Frage ist nach oben und oben durch. Weil irgendwo geht's. Ja, wir haben vorhin. Okay. Ach, und dann da runter, ja? Ja. Boah, diese Rüstung. Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Das frage ich mich. Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. So, wieder frische Luft. Aha, und dann so. Muss man erstmal den Weg finden hier. Das ist ja gewaltig.
Ah, Ballastraum, Sektion F. Ventilator ist ausgestellt. Aber ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anja, ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Ja, die gute Anja. So, warte mal. Okay, dann müssen wir hier hoch. Was haben wir denn da? Okay, das war ein bisschen zu viel. Das brauchten wir gar nicht. J. J. Aha, wieder ein Stück Karte. Finde einen Atomsprengkopf. Okay, also machen wir. Machen wir. Was? Radioaktiv. Ah. So, Herr Virus. Einmal bitte auf den Account. Aber Ricardo Bombisch. Wie wär's, wenn du dich erstmal Bacatus nennst, hä? Hey? So, immer diese. Ne, da, so, dann einmal. So, dann haben wir da auch, dann können wir weitermachen hier. So, was ist fortsetzen? So, kurze Info nur, ich streame das dann nur bis 12, so circa 2 Stunden. Ne? Ich eventuell noch ein, zwei Sachen einkaufen muss. Mein Fahrrad. Mein Fahrrad funktioniert auch wieder, das heißt, ich brauche nicht ganz so früh zur Arbeit. Losbrechen, aber je nachdem, was ich noch erledigen möchte. Und da ich heute wieder Spätschicht habe, morgen habe ich dann frei, wenn sich das nicht ändert, bis auf weiteres. So, aber eingesammelt, sehr gut. Das ist ein komischer Drohnen, ey. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet, hey. Ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Das klingt ja nicht so toll. Wofür brauchte ich jetzt... Naja, okay, dann vielleicht kann ich hier jedes Mal hin... Attention! Your skills are wanted. Kleines. Ah, man kennt diese Geräusche von den alten Lampen. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Da blinkt noch was. Ach so, nee. Ja, bin mal gespannt, was euch auf uns wartet. Sektion F. Bin mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt, ey. Boah, Dude. Tritati, wat? So, wat? Wie? Wat? Warum schreibst du immer nur so kurze Wörter? Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Wenn ich das jetzt... Na, oh! Ja. Nein, ich wollte da oben laufen, Atze! Nee, oh, stopp. Existiert noch einer, hä? Oh, na, das ging ja recht schnell, muss ich sagen. Ich habe noch diese fetten Zyklopen um die Ecke. Also Schwierigkeitsgrad steht auf Lass sie nur kommen. Hat die Name geändert? Bacatus, jawohl, geht doch. Super, super, Sardut.
Kann ohne das schneller laufen. Hier. Damit bin ich schneller unterwegs. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir. Ich glaube, nach oben. Nein, da haben wir nichts mit zu. Warte mal, hier. Irgendwo muss es ja oben ja irgendwo hingehen. Hier auf die Rohre. Will ich jetzt auch nicht. Hier komme ich wieder runter. Ja, jetzt ist hier die Frage. Boah, ich bin auf den Atomsprengköpfen. Jetzt komme ich ja nicht mehr runter. Okay, ich hing irgendwo fest. Also muss ich nach unten. Ach, Rüstung. Die brauchen wir ja jetzt nicht gerade. Wäre das jetzt so klug, wenn ich jetzt da runtergehe oder nicht? Ich weiß ja nicht. Kann ja sein, dass ich dann sterbe. Hm. Atombombensprengkopflager. Nein, rein will er auch nicht. Okay. Dann muss ich irgendwo was aufschweißen. Da liegt noch eine Knarre. Was haben wir hier hinten? Nein. Ich sehe aber auch nirgendwo hier irgendwo, wo ich irgendwie runter oder merkwürdig. Scheiß Knarre brauchen wir nicht. Okay. Weiß ja nicht, ob das funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Damit könnte ich mir das Ding aufschneiden. Ich muss jetzt mal die Waffe wieder aufladen. Dann bin ich wohl falsch gepolt. Ich habe jetzt irgendwie einen Weg jetzt übersehen. Oder ich war zu schnell fertig mit diesen Zyklopen. Auch wenn ich jetzt raufgehe. Wenn sie mich noch hören können, dann. Okay. Was auch immer passiert, Anja darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Und diese Last muss ich selbst tragen. Was? Jetzt hänge ich hier in so einem Dings fest. So, dann wollen wir die jetzt mal aufladen. Jetzt haben wir die zwei auch weg. Bevor die loslegen konnten, wussten die gar nicht, was passiert ist. Geh einfach runter, wo es dampft. Jo, ich bin ja schon unten. Nur kein Stress pusteln, bitte.
Okay, dann machen wir das von hier aus. Einmal wieder hoch wieder. Irgendwas zu lesen hier. Nein, keine Bilder an der Wand. Nur. Okay. Und jetzt. Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Oh, Mensch, was ist denn los? Oh, Alter. Du sollst einfach nur die Treppe hochgehen, Mensch. Medikit brauchen wir nicht. Haben wir 50 mal, da geht leider nicht. So, was machen wir jetzt hier? Okay, hier waren wir jetzt noch nicht. Was für ein Du fängst in der Erdgeschoss an, musst in den Keller, damit du auf den ersten Stock kommst. Was? Ach doch, lol. Ist jetzt endlich kaputt gegangen? Nein, der wird aber, der lebt immer noch. Der ist dran. Ah nein! Murat! Gibt's doch nicht, jetzt existiert da noch so ein fetter Wemser. Ah! Oh! Wo ist er denn? Diese Klara ist ja der Hammer. Oh, wir müssen mal wieder Rüstung holen. 200 Rüstung, voll, sehr gut. 90 Schuss, auch okay. Ja, nichts hat er drauf gehabt, dieser fette Sack. Oh, da, jetzt müssen wir wieder nach oben. Drohnen haben wir auch weggeschnetzelt, also super. Brauchst du eine Dusche? Die sieht ja sehr sauber aus. So, jetzt haben wir jetzt aber eine was? Lesen. Lesen. Die neue Wahrheit. Ein echter Blitzmensch. Frankfurt, 26. Juni 1961. Gestern wurde ein wissenschaftlicher Bericht über einen 30-jährigen Bayern veröffentlicht, der ein komplettes Auto heben kann. Die Analyse seiner genetischen Struktur zeigte, dass seine überlegene Gene die Grundlage dieser enormen Kraft darstellen werden. Also Superhelden wie in Blitzmensch und die Superliga schon bald mehr als nur Fantasie sein. Unsere Vortrefflichkeit gilt in der Welt der Wissenschaft als erwiesen, äußerte sich dazu Otto Grüberg-Lippe. Vom Institut für Abstammungsforschung. Das beste Beispiel für einen echten Superhelden ist kein geringer als nur geliebter Kanzler selbst. Aber brauchen nicht alle Superhelden einen Begleiter? Begleiter, tolles Deutsch. In diesem Falle wäre ich General Engel, das Fräulein Fox unseres Kanzlers, lachte er, äußerst intelligente Wissenschaftler mit dem fünften Haar. Okay, ganz toll. So. Im Chat hat sich nichts getan, alles klar, kann ich schon weitermachen hier. So, was kommt jetzt, wenn wir... Oh, ein Donut! Da fehlt ja die Hälfte, irgendwo ist noch einer, so. Unten ist die Tür aufgegangen. Jetzt kommt wieder Musik. Waffe wechseln. Nochmal. Oh, den habe ich schon mal einen versemmelt. Ah.
Kommt jetzt einer hoch? Da ist er schon. Nehme ich sie alle von hier oben. So. Du sollst. Ach, ich will die doch gar nicht haben. Ich will Rüstung. Rüstung. Laden wir jetzt unsere. Ist hier noch einer? Oh. Das war jetzt 10% Rüstung. Jetzt haben wir fast wieder 200, das ist super. Laden wir jetzt unsere Knarre wieder auf hier. Geil. Das Moppel ist super, ey. Oh. Und das Spiel, das macht so Laune. Fehlzell. 200er Rüstung, sehr gut. Da schauen wir einer an. Da konnte ich. Ah. Hier sind die Atomsprengköpfe. Da kommen wir vor wie James Bond, ey. So. Einmal gedrückt halten. Grace, ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich. Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Und kann mir jetzt mal einer sagen, warum ich da jetzt hinlaufen soll? Hm. Beiwurf, Ball, Leder, ja. Wenn ich mir jetzt die ganzen Touren jetzt alle durchgehe, wegfliege, mein Frühstück. Caroline, altes Büro. Okay, gehen wir mal. Sprich mit Grace. Mhm. Super Special. Guck, die hat ihr Zimmer auch schon umbenannt. Gehen wir hier durch, oder? Hm. Wo könnte die ihr. Hey, haben Sie Ihr Buch fallen lassen? Das war doch. Was für ein Buch? Keine Ahnung, wovon Sie reden. So, dumme Sau. Ist das Büro? Das war Bagatte. Das ist jetzt Labor, meine ich. Mal gucken, was unser Alter macht. Oh, die sitzt immer noch hier. Willst du immer noch nicht mit mir reden? Okay. Okay, anscheinend bin ich hier falsch gelaufen. Dieses U-Boot, ne? William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht. Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt. Nun, die Toilette geht. Slashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der HAS-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Blaskowitsch, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass HAS 1 bereit ist, klar?
Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht groß zu ziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mir zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Ja, ich finde, er hat's richtig gesagt, weil... Ja, ne? Damit sie wenigstens weiß, woran sie ist und was in ihm vorgeht. Finde ich mal eine Sache. Aber dass er dann, dieser stumpfsinnige Bauer, aus dem Klo rauskommt und erstmal diese romantische Szene versaut. Dies ist ein Drecksack, ey. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann. Hey. Ja, hey, ja, ganz toll, hey. Starkarte, Starkarte. Nick Dors. Kenne ich nicht, aber wird wahrscheinlich einer von denen sein, Macher des Wolfensteins. Scheiße. Noch. Yvonne Nessmann. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu machen. Wie hat das diesen Wissenschaftler? Vertraulich. Geheim. Guck dir mal die alte Maus an, ey. Die gibt's mit. Ich wusste gar nicht, dass da schon mit Zahnrädern, wollte ich schon sagen. Dass es mit Scrollrad gibt, ey. Wow. Aber typisch Matrix, ne? Ja. Warte mal, wo bin ich denn? Jetzt muss ich, glaube ich, hier lang. Okay, dann, was war das? Hängerzentrale. Ah. Nur böse Buben am Berg. So, jetzt muss ich nach unten für den Scheiß oder wo muss ich jetzt dahin? So stellen wir aber noch nicht. So, warte mal, hier sind wir nochmal in der. Okay. Dass er auch die ganze Zeit. Oh! Das ist so eine Starkarte. Die habe ich vorhin. Oh, guck mal, Al Sanchez. Weiß zwar nicht, wer sieht aus, aber so eine Abwehrschnitt hier von Bob Marley oder so. So ein Reggae-Typ oder so, würde ich so sagen. Behaupten. Okay, und sind wir anscheinend falsch. Ich steche den Regimeschwein. Ja, als wenn du das könntest, hör mal. Mal ganz ehrlich. Helm. Was haben wir hier? Kantina. Das. Oh, Kantina. Jetzt. Okay, da gibt's was zu futtern. Da ist zu. Ja, wo? Ah. Vorratslager, Kantine. Mhm. Trash goes here. Ja, okay. Okay, da können wir. Hallo, Anja? Was ist Sigrun? Ich finde hier keine Erdnussbutter. Meine Stimmung ist also gerade im Keller. Ich dachte, wir könnten vielleicht was zusammen unternehmen. Später? Was? Ich weiß nicht. Irgendeine Freizeitaktivität. Die frisst den ganzen Kuchen, die Sau. Hören Sie mir jetzt genau zu, Sigrun. Ich habe mir Ihre Akten angesehen. Listen voller Grausamkeiten. Das Yosemite-Massaker. Das Niederbrennen eines Viertels in Baltimore. Nashville. Aufhören. Ich war mit meiner Mutter unterwegs. Mich trifft keine Schuld. Ich habe das nicht getan. Wenn Sie mir nicht vertrauen, dann töten Sie mich doch gleich hier. Blaskowitsch.
Aber sie waren dabei. Sie haben tatenlos zugesehen. Und sie haben ihre Mutter nicht aufgehalten. Sie hätte mich für schwach gehalten. Ich hätte sie beschämt. Ich... Was? Ich wollte nur, dass sie mit mir zufrieden ist. Oh. Mir wird schlecht. Oh, keine Ahnung, ob von der Schwangerschaft oder von Ihnen. Schön, Sie zu sehen, Mister. Das Essen hier auf dem Boden ist der Hammer. Ja. Club Wiesenau. So, was haben wir hier? Ja, gehen wir noch mal Schweinchen füttern, würde ich sagen. War schon wieder Kartoffeln hier. Das Ding wird immer dicker und dicker. Hey, was ist los, Fergus? Fergus, Mann. Wo ist Fergus? So. Bei Schwein müssen wir, glaube ich, hier runter. Captain. Keine Zeit. Lies dein Buch selbst, Mensch. Gib mir nicht auf die Nüsse. Wie geht's Ihnen, Captain? Ja, könnte besser sein, wenn ich meine eigenen Beine hätte. Warte mal, habe ich mich jetzt verlaufen? Muss ich jetzt einen nach oben oder muss ich jetzt nach unten? Heiliger Stanislaus, hier verläufst du dich aber jedes Mal. Hangar! Jetzt habe ich die Kartoffeln dabei, ist egal. Oh, jetzt muss ich... Jetzt wollte ich eigentlich Schweinefit? Ah, ja, dann machen wir das mal. Wir sind sicher, Barbara. Das zählt. Barbara. So. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Ich brauche wohl mehr Strom. Mm. Probieren wir das nochmal aus. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Kehre zu Grace zurück. Aha. Jetzt muss ich schon wieder zurücklaufen. Immer dieses Hin und Her. Na gut, da kann ich Schweine ja doch noch füttern. Ich bin ja ein Tier, Mensch. Aber wenn ich Schweine auf den Grill kommt, dann mal so... Ah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich bin ja aber auch eine gemeine Sau, ey. Hallo, Mister. Ich bin BJ Blazkowicz, nicht Mister. Aber das ist wieder typisch Max, ne? Max Hass. Hass 1, ja. Oh, Max. Maxchen. Okay, der hat eine Vorliebe für Malen. Der hat alles bekritzelt. Sehen Sie, wenigstens so grau aus. Was ist los, Annemarie? Wie man sich doch in die Hölle gewöhnen kann. Alles hinüber. Doch die Leute machen trotzdem weiter. Hast du eine Beule in der Hose oder freust du dich nur, um mich zu sehen? Ich war mit Mutter bei einem von Grays Untergrundtruppen, als die Bombe fiel. Mutter starb, als sie mich im Arm hielt. Max, was? Hat sich Grace um mich gekümmert. Wissen Sie was? Ich würde für sie sterben. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Weil wenn es um euer Leben geht, dann seid ihr alle am Weinen und am Jammern und... Nee. Glaube ich dir nicht. Das Labor. Ne, ich muss, glaube ich, denke ich mal einen nach oben. Aber ich komme ja gerade von oben. Da muss ich einen nach unten. Wofür das auch immer gut ist. Da könntest du ein Bett dranhängen. Was hast du, so ein Schaukelbett? Wenn du nicht schlafen kannst, dann... Oh Mann. Hangar. Jetzt habe ich den Weg gefunden. Guck einer an. Tausendmal ist nichts passiert. Schwein, hier. Bist du jetzt zufrieden, Schwein? Schweinebacke. So. Dann aber. Das ist Max Hass Zimmer. Nichts Besonderes, ne? Hackerzentrale, Grace. Grace war jetzt oben, war das jetzt unten? Guten Tag. Guten Morgen. Hackerzentrale, Cantina, Helm. Helmsklamm. Erinnert mich an. Na, an wen man erinnert sich, Helmsklamm?
Genau. Es erinnert uns an Herr der Ringe, Helms Klamm. Grace, warte mal. Ach, da! Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Fergus, sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max. Fergus, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kind los bekommen. Du bist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer, Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen. Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben und dass Sie verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot, ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Also gut. Also hier. Specy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Specys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell, New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Specy nicht gefallen. Er dachte, es wären Außerirdische. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihnen in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig, denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitsch, bereit machen.
Ich schicke sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren sie nach Roswell, treffen sich mit Super Special in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay, Blazkowicz. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Special. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Tja, und wieder bleibt alles an uns hängen. Alter. Achtung. Ausmerzer, Science 1951. Aber Ausmerzer schreiben und dann Science auf Englisch, weißt du? Ja. Hardware Pain. Oh, guck mal hier. Sie da. Ja, Sie. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Tue ich aber nicht, weil Sie ein verdammter Verräter sind. Diese Regime-Schweine müssen sterben. Boom! Verdammte Wichser. Was glotzen? Ja, ich geh ja schon. Mann, ey. Wieder so komischen da. Ich hab den Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Oh, guck dir mal da Dinge an. Alter, Breitbau, super geiles Bodykit, ey, ein Spoiler hinten drauf für Gepäck, ey. Bestimmt 500 PS, Leute, ey. Boah, fett getunter Herbie. Haben wir denn hier? Juice. Tokme, Orangenjuice. Interessant. Oh, Torte, Pfannkuchen, Maiskolben, oh. Mensch, Gunther Gintes, Trommeln. Also Getränke, glaube ich, ne? Chips, Grill, Grill, Sprisset, So, mal gucken, wo ich dieses komische Ding entzünde. Der. Schön. Ein Cadillac hier. Hey, Mister, wollen Sie eine Zeitung kaufen? Nein. Die Nachrichten von heute, Mister. Nur eine Neumarke. Ja, ja. Eine Neumarke. Ja, schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Oh, wieder so klasse. Da komme ich nicht weiter, denke ich. Da muss ich wieder zurück. Nein, bin ich nicht. So. Komm ich. Oh, Brot. Überall Brote. Mamma mia. Tracy, warum machst du die auch in deinen eigenen Laden auf? Schönes altes Kino. Papa Joe's All-American Diner. Ach. Genau mein Ding. Na dann, würde ich mal sagen, da ja so eine Parade ist, können wir da nicht viel anfangen, gehen wir mal rein. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Immer mit der Ruhe. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Oh,
Einen schönen guten Tag. Das bitte. Der Kanzler. Setzen Sie sich, ich bin sofort bei Ihnen. Ein großer. Was darf denn sein? Wir schließen leider in Kürze. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme. Blaskowitsch. Speci weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Oh oh. Hallo? Nein. Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal. Aber. Er kennt ja uns nicht. Ja, 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 ja. Bitte schön. Danke. Einen schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, kommt sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schön, Kommandant. Ja. Oh, vielen Dank. Der denkt jetzt immer noch nach, ob er uns irgendwo erkennt. Zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Die willst du nicht sehen. Wie die mich jetzt angucken. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Ja, aus Roswell. Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Cooper, der Monitor hinter ihm. Wo ist die denn überhaupt? Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Tja, kannst du mal sehen. Schöne Decke. Reden Sie. Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Jetzt guckt er auf das Foto. Oh nein! Großer Gott! Sie sind das... Was, Kubitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Bevor noch mehr von denen... Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blaskowitsch. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blaskowitsch tragen, unter der sich Ihr Weltraum-Echsengesicht verbirgt. Also, wie ist das verdammte Passwort? Sie gab mir keins. Na schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsengesicht. Super Spash-Waffe runter, sonst breche ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das Licht aus. Ich wusste, dass Sie es sind, Terror Billy. War nur Spaß, kommen Sie. So, willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen. Das tut mir leid, dass... Der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermisse sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkerin. Was machen Sie hier überhaupt, Super Spash? Das hier? Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Nein. Okay. Ist schon mehr als 10 Jahre her. Sommer 47. Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten. Und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden, zur Murphy Ranch. Wo wir dieses abgestürzte, fliegende Untertassending fanden.
Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Hier haben wir alles aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff? Ich sag ja nicht, dass es eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt. Wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage 10 Kilometer östlich von Roswell bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Schauen Sie doch. Area 52, Area 51, hier drüben Area 56. Überall im Südwesten. Nevada, New Mexico. Alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Hier, sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier darunter liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß, das ist alles da unten. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist, es sind keine Marsianer. Okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Aliens, Zed hat gesagt... Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie jetzt ein Scheiß-Experte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische! Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ganz ruhig. Wollte sie nicht verärgern. Grace meinte, sie können einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes hin. 1000 Stöcke. Ja! Ja, na klar! Das klingt so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also, packen Sie die Bombe in diesen Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt und helfe Ihnen. Hey, viel Glück, Blazkowicz. Jetzt haben wir nicht nur noch den schweren, ungelesenes Tutorial. Oh Mann. Tutorial. Was hast du mit deinem Schultutorial, hä? Beilwurf, Beil, Ziele. Naja. Nicht nur den schweren Feuerlöscher, dann müssen wir die Atombombe drin, sondern wir tragen jetzt auch noch sogar diesen schweren Rucksack. Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Entführe den Güterzug. Oh Mann, ey.
Na, das kann ja was werden. Wieso sind wir immer die Gelackschmierten? Carolina, hören Sie mich? Ja. Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Der hat ganz schön tief, der hat ganz schön viel gegraben, dieser. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Was zum Geier mache ich denn jetzt? Lass den Raketentrieb herunter. Den Raketenantrieb, aha. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich hier irgendwo. Nein! Ach nee, die existieren hier auch noch. Eigentlich wollte ich ja oben auf diese blöde Plattform. Jetzt bin ich aber hier runter. Ah! Limit erreicht. Okay, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich weiß, wenn ich jetzt... okay, da stehen zwei. Oh, oh, da kommt einer. Ah, da war... Oh. Wow, und ich hab voll. Ist der wieder zurückgelaufen? Darauf steht einer. Der könnte mich unter Umständen sehen. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer ist. Vielleicht hole ich mir den von da oben erstmal. Verbesserungsgerät, um Jotte zu verbessern. Waffe zu verbessern. Jotte zu verbessern. Boah, was ist das denn? Sturmgewehr. Zielfernrohr. Doppeltes Magazin. Laserkraftwerk. Handgranate, Maschinenpistole. Trommelmagazin. Waffenverbesserung freischalten. Was ist das jetzt? Was habe ich da jetzt? Was habe ich da jetzt gemacht? Nagelgewehr. Intrigierter Schalldämpfer. Warte mal. Scharfschützenpanzerung, Doppelmagazin. Ach scheiße, wie kann ich das wieder zurückgehen? Mein Sturmgewehr. Maschinenpistole. Waffe anzeigen, Reiter wechseln, Eingriff aktivieren. So, jetzt habe ich das eigentlich wieder weggemacht. Warum ist das nur zur Hälfte da drin? Integrierter Schalldämpfer. Verbesserungskits verfügbar. Diese Waffe ist sehr effektiv gegen Schwere. Okay, schade. Also habe ich das jetzt schon verballert, oder? Ich kann das auch nicht mehr wegmachen. Scheiße. Ja, okay, alles klar. Dann war es das. So. Okay, da oben steht einer. Was mache ich jetzt? Ja,
Da hier rüber. Was steht da mit Rücken zu uns? Wir drücken. Wir wollen da eine Weile machen. Oh, ich muss hier weg, geh weg! Geh, du blöder Stuhl! Oh. Was sind... Mal wohin laufen. Boah! Das ist Sackgasse. Ah, oh, meine Superwaffe. Wow, was ist denn hier los? Oh! Immer da runter, 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 runter. Oh! Schnell weg hier. Ich muss jetzt nach vorne zur Steuerung. Jetzt führe den Güterzug. Eieieiei. Da wollte ich jetzt aber nicht wirklich mit denen rumspielen. Da glaubt man dran. Das war aber jetzt, das wäre aber knapp geworden, ey. Was ist das jetzt für eine Wumme? Wow. Na komm schon! Du musst mal snaken und nicht immer so im Lärm machen. Ja, ja, das sagst du immer so einfach in einem jugendlichen Leid. Schön, dass du mir reinläufst, Soldat. Nimm mal Haltung an. Der Crazy. Du bist Sneaky-Modus. Ja. Manchmal will ich das ganz gerne. Ich würde das nur zu gerne machen. Oh, guck mal, Rüstung. Geil. Und? Die neue Wahrheit. Mehrheit unterstützt die neue Regierung. Washington, 3. Juli 1961. Gemäß einer neuen Umfrage des Instituts für statistische Analyse im letzten Monat unterstützt die große Mehrheit die neue Regierung, die vor mehr als einigen Jahrzehnten die amerikanischen Gebiete befreite. Die Umfrage, die von unabhängigen Spitzenforschern durchgeführt wurde, zeigt, dass 99,8% der Amerikaner äußerst positiv über ihre neue Regierung denken. Die übrigen 0,2% sind noch unentschieden. Die Befreiung liegt nun mehr als ein Jahrzehnt zurück und die amerikanischen Gebiete florieren wie nie zuvor. Es ist viel besser als früher. Mit Joseph
einen von Denver ansässigen Schweinefarmern. So. Limit erreicht. Die brauchen wir nicht. Lady Huddlendes Epic. Was? Headliners. Ach, Lady Headliner. Epic Masterpiece. America, the New Order. Coming soon. Coming. Ja. Okay, da wäre ich von unten gekommen. Dann geht es jetzt hier lang. Ja, ich glaube, das halte ich für keine gute Idee. Man könnte mir den Kopf abpräsieren, also gehen wir nach unten. Oh oh. Manchmal muss oben hergelaufen, oder? Schläft da einer? Ich denke mal, mit der Waffe bin ich besser gediegen. Wieso traurig? Ich bin gerade so ein bisschen, wo ich denke. Rein. Da kann ich wieder nach unten, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Habe ich einen abgekriegt. Jetzt ist das erste Mal, jetzt ist er wieder. Boah, Alter. Heiliges Blechle, Alter. Yo, was macht das schon? So, endlich geht's weiter hier. Ja, so, Akku vorhin nicht auch vollgeladen. Sehr gut, sehr gut. So. Na, komm unten lassen, würde ich sagen. Mann, gib mir doch mal
So. Habt ihr was? Ah, ein bisschen Rüstung, das ist schon mal nicht schlecht. Na, da sollte ich vielleicht jetzt nicht runter. Gehen wir hier runter. Nochmal nachladen. Na bloß. Alles eingesammelt, hoffe ich mal. Was ist denn das? So. Okay, dann muss ich jetzt hier runter. Oh Mann! What the fuck? Was läuft hier? Max Hass? Nee. Unglaublich. Alter, was ist denn mit dem Hund los? Was? Was läuft hier? Annemarie! So, knapp halbe Stunde haben wir noch. Interessante Alarmsirene. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Zwei Schüsse und ich bin schon... Pacato ist tot. Der hat dich zum Fressen gern. Ja, das glaube ich wohl auch. Du... Mann, ey. Das ist unglaublich, ey. Aber der Kommandant. Mann, woher weißen die? Wie weißen die? Wer wussten die, dass ich jetzt hier bin? Alter, gib mal gar nicht. Mir ganz ehrlich. Okay, mit der Knarre richtig nicht viel aus. So, jetzt aber. Und warten, bis er wieder kommt. Der kommt von der anderen Seite. Na geil, ey. Den musst du ja dann auch mal sehen. So, mal den Chat wieder nach unten scrollen hier. Oder?
Was eher interessante weniger Zuggeräusche. Na. Ich hab null Rüstung mehr. Ja, die will ich noch nicht verbraten. Bis der Kommandantenschlumpf um die Ecke kommt, ey. Oh. Was zum? Von hinten? Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn? Okay, jetzt weißt du was? Jetzt gehe ich jetzt. Soll ich von unten ran? Aber ich will diesen Kommandanten haben, damit er keinen Alarm schlägt. Das ist ja gerade. Oh, ich krieg ja gleich Grundagentes. Der Typ, der nervt mich ja sowas von. Das auch nicht so weit wegrennen. Ich. Ey! Lässt die Konzentration nach oder was ist los? Jetzt sagst du, es soll sneaky vorgehen, ja. Ich bin hier unten. Falsche Seite, du hattest den Alarm schon aktiv. Dieser blöde Zug jetzt wohl. Ich dachte, das wird einfach. Ich wollte wieder gerade noch. Ich wollte gerade wieder nach unten gehen wollen. Ich wollte gerade wieder nach unten gehen und dann fickt mich dieser dumme Dreck. Oh, mal kommen die dann zu dieser Stelle dann und mal kommen sie nicht. Was machen die mit mir? Dann rennst du schon und dann hast du noch so diese Gemüsepfanne von Hund hinter dir her. Hey! Komm! Ja.
Wow! Wow, wow, wow! Leise töten den Kommandanten. Ja, da ist der Alarm läuft sowieso schon. Mann! Oh, verreckt, du sollst kaputt gehen! Komm, du blöder Köter! Klasse! Was gibt's doch nicht? Wo kommt der denn jetzt schon wieder weg? Von hinten? Ich könnte kotzen, Alter. Leck mir am... Die Stelle musste leider zensiert werden. Ich... Komm, Hund, blöder Hund! Das ist immer feierlich, sowas. Was hat denn der für eine Knarre, Alter? Moment. Was ist, Junge? Hab mich wohl verhört. Genau, sollen wir 130 reinpfeifen hier. So. Das brauchen wir nicht, Hammer. Sehr schön. Jetzt hören wir uns. So, wir irgendwo ein bisschen Rüstung oder was rumfliegen. Mihai Popescus Epos. Ja, Datum 3. Juli 1961. Eine Warnung von der rumänischen Ausgrabungsstätte Nummer 4N. Die aktuelle Lieferung 4NG1 enthält ein äußerst gefährliches Artefakt. Offizier Wasli, der für die Bearbeitung des Artefakts zuständig war, wurde tot aufgefunden. Sein Blut erströmte aus all seinen Körperöffnungen. Erströmte. Was ist in Deutsch? Oder Offizier Vaseline. Ja, okay. Wir können noch nicht nachvollziehen, was ihm zugestoßen ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht angenehm war. Seien Sie vorsichtig. Moment, dann tippe ich mal hier an, weil wenn ich jetzt scrolle, dann scrollt auch das... Oh, Scheiße. Seien Sie vorsichtig. Außerdem müssen wir die Grabstätte für die Arbeitskräfte des Mescalero-Reservoirs verlegen. Die Pläne für die Erweiterung des westlichen Bereichs wurden abgeschlossen. Ich schlage vor, dass wir sämtliche Überreste, die von der Mannschaft gefunden werden, verbrennen. So bleiben uns Platzprobleme und Unannehmlichkeiten erspart. So, jetzt mal im Chat nochmal wieder runterscrollen hier. Das spinnt nämlich so ein bisschen rum hier. Wenn ich im Spiel scrolle... dann scrollt auch der Browser, Chatfenster. Oh, Alarm ist vorbei. Mensch, wenn ich mal immer direkt mal frontal von vorne los, ey. Anstatt von hinten rum. Oh, hier hätte ich auch durchlaufen können.
Naja, guck einer an. Ich laufe runter durchlaufen und sammle automatisch alles ein. Das ist gut. So. Ui! Gehen wir mal runter. Das war jetzt. Gehen wir nochmal zurück. Wir sind noch nicht fertig. Oh, der. Das wäre auch ein schöner Satz gewesen, Crazy, wenn du geschrieben hättest, das vielleicht mal leise töten lassen. Oh, guck, da war noch Moon. Rüstung. Schön. Mal hoch hier. Ja, da will ich mich jetzt nicht unbedingt mit anlegen. Das muss ich sein. Aber zurück. Nein. Nein. Ja. Nein, jetzt. Lauf doch nicht weg. Komm her. Komm, wo fiese Bubble. Oh, scheiße, wo schießt denn hin? Lass doch das Scheißding fallen, das brauchst du doch gar nicht. Oh. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Einem durchgerannt. Das war jetzt echt mal. Das war jetzt mal ein fetter Run. Ich hatte keine andere Wahl. Na, geh doch mal weg, du blöder Schwul. Genau die Rüstung wollte ich. Was, was? Medikit, jawohl. Okay, geh mal rein. Ah, Kommandantenstuhl. Ah. Und jetzt? Autopilot. Schreib dir das hinter die Ohren. Und jetzt muss ich raus. Generalstab finden. Oh Mann. Oh Scheiße. Wo war denn jetzt die blöde Weste? Lass es. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, das ist jetzt eine ganz, ganz blöde Stelle, ich weiß. Okay, das ist gut.
Mann, jetzt häng ich an dieser... Oh. Lauf doch, du Penis! Geht der auch mal kaputt, ey? Ah! Blöd ist, ich kann auch meine Waffe nicht aufladen. Mann, das nervt. Was mache ich denn hier? Okay, ich muss es mit der versuchen. Ich habe sonst keine andere Chance. Ein abgetrennter Arm. Ja. Jetzt einer durch, dann kann ich natürlich eine Granate werfen. Du sollst eine Granate werfen. Ja, das war jetzt... Jetzt habe ich den anderen noch. Okay, hey Mann, Sie müssen die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren. Der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen außerirdischen Scheiß. Bewegen Sie Ihren Arsch dorthin. Ah ja. Eieiei. Aber ansonsten ist doch alles tutti frutti, oder was? Bleibt wieder natürlich immer alles wieder an uns hängen, ne? Du Willi, du. Um wieder was zu lesen. Die neue Wahrheit. Blitzmensch. Fräulein Fox enthüllt alles. Los Angeles, 4. Juli 1961. In einem Gespräch mit dem Magazin Auf Amerika gewährte die talentierte Schauspielerin Sabine Vogel aus der Serie Blitzmensch intime Einblicke in die Produktion der Sendung und ihr Privatleben. Vor der Befreiung Amerikas habe ich mich hauptsächlich mit schlecht bezahlten Broadway-Anführungen durchgeschlagen. Erzählte die attraktive Fernsehheldin. Ich hatte eine kleine Rolle in Hollywood, als der Bestrafer N.D. Verf die Atombombe, die den Krieg beendete, abgeworfen wurde. Was ein recht glücklicher Umstand war, erklärte die Schauspielerin mit erschreckendem Lachen. Ansteckendem Lachen.
Es folgten einige Jahre, in denen die Probleme hatte, Arbeit zu finden. Doch dann sah mich ein Produzent von Neumond in einem Café vor dem Mediengebäude von Los Angeles. Er meinte, ich würde wunderbar aussehen und sollte für eine Rolle sprechen. Damals ahnte Fräulein Vogel noch nicht, dass es sich dabei um die Rolle ihres Lebens handeln würde. Nachdem sie ihren alten, grobschlächtigen, klingenden Army-Namen änderte, der Rest des Artikels ist nicht lesbar. Okay, schade. So. Ja, da haben wir jetzt dann wieder 50, denke ich mal. Jawohl. Wow, guck mal hier, Brezel, Alter, crazy. Hör mal, warst du hier gewesen? Finde ich aber nett von dir, dass du was Leckeres aufgetischt hast, du. Oh. Limit erreicht, 30. Okay. Rüstung, ja, das ist nicht schlecht, das zu haben. Die hatte ich ja von den anderen umgenietet, glaube ich. Oder war das hier vorne? Erst hier umsehen. Oh, Nummerrüstung, 80. Der geht sogar nach unten. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Ich muss ja da oben hin. Wow, da geht's nach unten. Hm. Ah, ich muss hier hin, glaube ich. Ruhig. Atme mal nicht so laut, ey. 130, wow, gut, sehr nice. Rüstung. Super, super, super. So, was haben wir denn hier? Okay, es geht da oben, sehr schön. Schlägt Alarm. Wofür? Was? Ich werd verrückt, ich werd verrückt. Nein! Jetzt habe ich mich umgebracht. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir Feierabend. Besseres Timing konnte ich nicht erwischen. Weil einfach ist. Und ich würde sagen, mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn es hier weitergeht, sehen wir dann. Ich habe noch ein bisschen Arbeit privat jetzt hier noch zu tun, bevor ich auf Arbeit muss. Und normalerweise laufe ich so um 1 Uhr los zur Arbeit. Aber diesmal so ein klein bisschen Hausarbeit bleibt ja dann auch noch so ein bisschen, was ich jetzt auch da nicht geschafft habe die letzten Tage. Ja, also. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Live-Let's Play. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, euer Virus Visions. Macht's gut und ciao mit V.